kommen gerade von Taita. Ich habe uns schon unseren Shake gemacht. Also Taita, für alle, die nicht wissen, was das heißt. Das ist so bei uns spazieren gehen mit dem Hund. Ich glaube, das ist so ein Ruhrpott-Ding. Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Ja, es gibt Shake. Die Männer sind schon aus dem Haus. Also Bernd ist arbeiten, Calvino zur Schule. Und ich wollte euch so den groben Plan für den Tag erzählen. Aber bei uns kann es auch mal sein, dass der umgeschmissen wird. Also ich sage euch den groben Plan, aber ich kann für nichts garantieren. Ich bin jetzt erstmal hier zu Hause. Ich wollte die Betten beziehen unbedingt und waschen und Haushalt machen, halt alles aufräumen, Wäsche machen und Kartoffeln ernten. Das habe ich euch gestern in dem Vlog schon erzählt, dass ich unbedingt Kartoffeln ernten muss. Und Bernd geht nach der Arbeit, also der muss nur bis 13 Uhr arbeiten. Der geht dann ins neue Haus. Der wollte das Obergeschoss alles abkleben, mit Folie auslegen, weil da kommen morgen die Malermenschen, also die da die Decken weiß streichen und die Türen und die Wände und sowas alles. Und da haben wir gesagt, wir machen diese Vorarbeiten. Ja, der hat schon die ganzen Lampen abgenommen und Steckdosen und sowas alles. Und dann morgen früh um 6 Uhr geht's los. Da kommen die alle und dann wird in die Hände gespuckt. Und dann haben die gesagt, schaffen die das an einem Tag? Also ich weiß jetzt nicht, ob sie nur die Decken schaffen oder auch die Wände weiß. Ich bin gespannt. Also zumindest das, die obere Etage. Ne? Unten ist dann andermal, da muss ja auch tapeziert werden. Ja, jedenfalls, wenn Bernd das alles abgeklebt hat, dann wenn wir dann noch Zeit haben, denn um 18 Uhr haben wir wieder einen Termin. Wenn wir dann noch Zeit haben, fahren wir in ein Möbelhaus. Ich hatte euch gestern erzählt, auch in dem Vlog, dass wir wegen dem Sofa nochmal gucken müssen. Ich hatte mir da eins bei Amazon rausgesucht, was wir auch sehr schön finden. Allerdings ist es, also es ist 3 Meter an der langen Seite. Das ist jetzt so wie unseres hier, was auch okay ist, aber Bernd hätte gerne so eine richtige Wohnlandschaft. Also haben wir eins rausgesucht im Internet, was 4 Meter ist. Das geht dann aber zu weit in den Raum rein. Also wollten wir uns mal inspirieren lassen im Möbelgeschäft. IKEA war ja jetzt nicht so geil für Sofas. Dass wir vielleicht eins finden mit 3,20, 3,50 breit. Dass wir da auch alle richtig schön Platz drauf haben. Und uns, weil wir legen uns gerne hin, wenn wir Fernsehen gucken. Machen uns das gerne richtig gemütlich. Und ja, wir werden immer mehr und deswegen brauchen wir immer mehr Platz. Ich trinke jetzt noch in Ruhe meinen Shake aus und dann starte ich mit Betten beziehen oder abziehen. Also mit diesen Glasflaschen, die wir jetzt benutzen, kommen wir super hin. Wir trinken ja eh immer stilles Wasser und also auch immer Leitungswasser. Aber ja, hatten sonst immer so diese Pfandflaschen, so ein Sixpack geholt, so Plastikflaschen, haben die dann mehrmals wieder aufgefüllt und dann irgendwann weggebracht, weil die so uselig wurden. Und jetzt haben wir uns halt diese geholt. Ja, ich sammle die immer, bis sie alle benutzt sind. Zweimal fülle ich die mit Wasser auf und dann spüle ich die alle und stelle sie in den Kühlschrank. Und das ist immer so für mich für zwischendurch am Tag. 2 so Karaffen, dann weiß ich, ich habe mindestens 2 Liter getrunken. Und ja, in meinem letzten Video wurde ich gefragt, wo wir die her haben, weil ich die da gezeigt habe. Oder vorletztes Video, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, wir haben die im Action geholt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich werde euch mal so ähnliche, wenn ich sie finde, unten verlinken für die, die da Interesse dran haben. So, ich habe schon den ersten Eimer Kartoffeln geerntet. Ich zeige euch, das ist richtig viel diesmal. Und damit ihr nicht meckert, weil ich so viel mache, habe ich mir jetzt ein Cappuccino gemacht und mache gleich erstmal ein Päuschen auch. So, Haushalt habe ich soweit fertig. Ich muss gleich nur einmal durchwischen. Aber da habe ich ja mein Supermarkt, wo ich mich nicht bücken muss.
Kaffee, den habe ich befohlen zu warten, weil ich auf Toilette musste und so. Ja, er hat gewartet. Super gemacht. Ja. Murphy? Was sieht's? Super. Ja, dann nimm. Ja, hast fein gewartet, ne? Das war jetzt ganz schön lange. So. Lass die Mutti mal rein. So. Und unseren Tisch, den wir hier immer hatten, diesen, also der war schon total schrömmelig und die Stühle auch. Aber die haben wir jetzt drüben im Haus. Huch, Schande. Weil wir da ja auch mal sitzen und essen möchten. Und deswegen genieße ich gleich mein Cappuccino hier. Das ist noch vom Bernd. Ich trinke kein Bier. Drauf, den habe ich mal lackiert, den Stuhl, also bemalt, eher gesagt, und da muss ich noch neuen Stoff drauf machen, den ich auch schon habe, allerdings gerade nicht weiß wo, doch hier habe ich den Stoff, da, den muss ich da mal drauf ziehen und tackern. Ja, so, jetzt zeige ich euch meine Kartoffeln, die ich geerntet habe, hier. So viele, ein Eimer schon. Und ich lege die jetzt hier schon mal ins Wasser ein, damit die Erde sich löst. Die schrubbe ich dann gleich. Ich wollte aber erst meinen Cappuccino holen, dass der sich abkühlen kann. Smurfy, komm, wir gehen hier wieder raus. Smurfy, komm! Leider aus Versehen mit dem Spaten durchtrennt. Ich nehme die trotzdem. Die essen wir dann heute einfach. Weil wenn ich so kann ich die ja nicht lagern. Die gehen sofort kaputt leider. Ja. Da sind sie, da sind sie. Und eine Haselnuss auch. Die haben wir mal letztes Jahr, glaube ich, aus Ungarn mitgebracht, die Haselnüsse. Und ja, hatten die in ein Säckchen auf dem Balkon gefangen. Und dann haben die Eichhörnchen die stibitzt und überall verbuddelt. Und seitdem finden wir immer wieder hier Walnüsse im Garten. Ich habe jetzt noch hier ja, etwas mehr als die Hälfte von diesem Eimer. Hier ist auch noch voll mit Kartoffeln. Und dann hat mir mein Körper gesagt, hör auf. Deswegen habe ich aufgehört. Also den habe ich jetzt gewaschen. Das sind die kaputten Kartoffeln, die müssen dann sofort weg. Und drei dicke, fette Zucchinis habe ich auch noch. Da wollte ich mindestens eine von den dicken abgeben. Weil, ja, wir machen zwar Zucchini-Suppe, aber so viel dann nun auch wieder nicht. Ich habe mir jetzt schön was zu essen gemacht. Einen großen gemischten Salat. Und ich wünschte mir, dass jetzt schon meine Alfalfa-Sprossen fertig wären. Die könnte ich da so schön drauf machen. Da hätte ich richtig Appetit drauf. Und ich habe mir hier mein derzeit liebstes Dressing gemacht. Das ist einfach Cocktail-Dressing. Ich mache das immer mit Ketchup und Mayo und einen Schuss Wasser und dann einfach mischen und dann so schütten, dass das so richtig schön versaut ist. Nein. Und die Reste Kartoffeln von gestern habe ich mir zu Bratkartoffeln gemacht. Da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen Ketchup zu essen. Und das ist dann meine Zwischenmahlzeit. So,
Ich habe es euch ja heute Morgen schon gesagt, dass unser Plan sich aller Voraussicht nach ändert. Wir gehen nicht Möbel schauen. Wir gehen heute Abend zum Chinamann ins Restaurant. Bernd, zeig doch mal dein begeistertes Gesicht dafür. Er redet nicht mehr mit euch. Doch, habt ihr schon Special Video Nachführung mit Scheißfolie? Echt? Habe ich dir noch geschickt, das Video? Du hast mir ein Video geschickt? Ja, hast du doch gesagt, danke für das Video. Echt? Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Sicher, dass ich das war, die danke für das Video gesagt ja. Hat? Ja. Ich will mal direkt gucken. Hier, hast du es aber noch nicht angehört. Ja, das war ich doch. Du hast gerade gesagt, danke für das tolle Video. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich blende euch das Video mal ein. So, ich bin jetzt hier im Haus. Habe mir die ganzen Sachen abgeklebt, die nicht bemalt werden müssen. Die Fensterrahmen alle abgeklebt. Die Böden, die Türrahmen, die Türen ausgehangen. Da braucht man nicht. Da ist der wunderschöne Flocati-Teppich. Der rausgeht, die Heizkörper habe ich schon abgehangen, abgeklebt. Türrahmen, Fensterrahmen da auch, nicht Türrahmen. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Hier ist der schöne Putzzweck im Bad. Das bleibt hier alles so, hier auch alles, wo ich die erst die Fußleisten abgenommen habe und dann doch dran lassen konnte. Auch schön, eine Stunde Arbeit mehr. Dafür fahren wir heute wahrscheinlich nicht mehr Möbel gucken. Ja, das ist das Treppenhaus. Und da unten muss ich jetzt beinahe machen, aber ich wollte jetzt schon mal filmen, damit ich gleich nochmal hochlaufen muss und irgendwas mit meinen Beinen abreiße von dem schönen Zeug. Guck's dir erst lieber an, bevor du das versprichst. Okay, wo ist mein Handy? Ah. Na, wie gesagt, was ist los mit uns? Warum reden wir wieder mit dem komischen Ding? Ja, jedenfalls wisst ihr jetzt, warum das alles so lange gedauert hat. Und dann hätten wir uns voll beeilen müssen im Möbelhaus und das wäre ja extrem doof geworden. Wir kämpfen halt ab und zu. Ja, was soll ich noch sagen? Ach so, gestern in dem Video hatte ich euch erzählt, dass Murphy so einen ganz schlimmen Tag hatte gestern. Der war halt enorm nervig und heute ist es wieder besser. Das ist immer so, die ganzen Tage ist es gut, 7 Tage, 10 Tage und dann ist er einen Tag so doof. Was ja sicher. Nix, der ging um mich rum und schnupperte erst am Hintern. Er muss sein Analdrüsensekret schnuppern. Ja, und so ein Tag war halt gestern. Heute ist wieder alles gut. Und ja, jetzt gehen wir nachher schön zum Mongolen. Ist das Chinamann? Ich weiß es nicht. Wir lassen uns da schön was zu essen anbraten. Bernd hat schon einen Tisch reserviert, damit wir auch wirklich einen Tisch bekommen. Nicht, dass wir da voller Hunger hinfahren und kriegen keinen Tisch. Jetzt kommt gleich noch der Mensch vom Umzugsunternehmen. Dann haben wir 3 Kostenvoranschläge und dann können wir uns entscheiden, ne? Dann wissen wir Bescheid. Zeigt eure intimen Momente. Was macht ihr? Nichts. Essen suchen. Ja. So, könnt ihr euch vorstellen, dass der Mensch nicht gekommen ist vom Umzugsunternehmen und noch nicht mal abgesagt hat? Ja. Ja. Und dafür gehen wir nicht Möbel aussuchen, in Ruhe gucken, haben wir alles verschoben. Hm? Peitschenden Menschen angucken. Jo, wir waren mit dem Smurfy spazieren, da war so ein kleiner Rauhaardackel, der hat so gebellt, weil er zum Smurfy wollte. Und da hat der Besitzer den so gepeitscht, boah. Unglaublich, 2-mal. So. Mehrmals. Ja, also mehrmals, dann aufgehört. Dann hat er nochmal gebellt, der Hund, weil der halt zu Smurfy wollte oder was auch immer er wollte. Und dann hat er nochmal so ein paar Mal gepeitscht. Ey, meine Güte. Die Melonen, die wir haben.
Da konnte ich wieder nicht meine Klappe halten und dann habe ich geheult, weil mich das so mitgenommen hat. Ja, ich habe die Melonen gesehen. Passt aber nicht in mein Kontext. Früchte meinte ich. Ja. Ja, und dann kam der Mensch nicht vom Umzugsunternehmen. Und da haben wir gesagt, dann fallen die ja schon mal auf jeden Fall raus. Es sei denn, der meldet sich jetzt, war ein Unfall oder so. Weil so unzuverlässige Menschen, was? Kann man ja auch nichts mit anfangen. Und dann, ich habe ja mehrere Anfragen auf so einer Internetseite, da kann man so sagen, was man gemacht haben will und dann melden sich die ganzen Umzugsunternehmen und da waren mehrere Anfragen und manche schicken einem dann auch so einen Ausfüllbogen über mehrere DIN A4 Seiten, was man alles ankreuzen soll, was gemacht werden soll und dann sollte man quasi online den Termin machen. Und da haben wir so für uns jetzt beschlossen, das möchten wir nicht. Wir möchten, dass da jemand vorbeikommt, dem man die nicht die Hand geben kann wegen Corona-Zeit, aber dem man mal in die Augen glotzen kann und sagen kann, jo, da kann man mit arbeiten oder nee, das ist so ein Hi-Opi, da muss man jetzt Angst haben, dass der einem die Sachen klaut oder so. Also habe ich jetzt noch zwei geantwortet, dass sie sich melden, um zu unternehmen. Ja. Was hast du noch dazu zu sagen? Ja. Ja, nix. Wir gehen jetzt ins Restaurant, wir sind genervt, wir haben Hunger. Ich zeige euch gleich, was es zu essen gab für uns. Ich würde sagen, das Video ist zu Ende. Und ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.